mit dem Nachschuss und Julian Draxler. EA Sports. It's in the game. Hallöchen, liebe Freunde, zurück. Willkommen zurück zu FIFA 15 auf der PS4. Heute geht es am 25. Spieltag gegen Leicester. Genau, 25. Spieltag. Ich habe mittlerweile 50 Punkte. Jetzt geht's wieder zu Hause gegen Leicester. Da werde ich doch glatt mal anfangen zu zocken hier, zu spielen. Gegen, oh, die spielen in Blau. Leichtes Chelsea-Feeling und von Anfang an natürlich wieder Draxler, Alonso, Robben und auch Ronaldo dabei. Und Schiedsrichter Craig Pawson. Auf geht's. Tada! Und da sind wir auch schon in Old Trafford. Manchester United empfängt Leicester City. Hier ein Blick auf die Tabelle. So richtig nah beieinander sind noch Man U, Chelsea und Liverpool. Dann ein kleiner Sprung. Kampf in Platz 4, Tottenham, Hotspurs und FC Arsenal. Gegen alle von dort oben muss ich noch spielen. Jetzt geht es erstmal gegen Leicester, die hier weiter unten drin stehen. Hier meine Aufstellung ist ja eigentlich auch jedem bekannt. Ja, Cristiano Ronaldo und Wayne Rooney werden hier wahrscheinlich anstoßen. Ja, so sieht es aus. Und los geht's. So, Mata. Raphael. Robben. Der versucht hier gleich mal Mata in die Spitze zu schicken. Klappt nicht, aber dafür gibt es hier einen Einwurf. So, Robben. Wird ihn gleich ausführen. Ah. So, ich habe jetzt nicht geguckt, wo Leicester dann hier, auf welchem Platz die stehen oder so. Aber Heimspiel sollte auf jeden Fall gewonnen werden. Oh, 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 oh. Aber Alonso ist ja da. Robben. Lone. Mata. Ronaldo. Immer noch Ronaldo. Ganz schwer vom Ball zu trennen, aber dennoch klappt es irgendwie. Robben wieder beim Einwurf auf Rooney. Ah, der Rooney ist beim Dribbeln nicht der Stärkste. Fellaini kommt hier zu spät. So, Raphael lässt sich hier ausspielen. Macht seinen Fehler aber wieder gut. So, Mata sehr weit vorne drin. Ronaldo. Raus auf Julian Draxler, im letzten Spiel sein erstes Tor gemacht. Und schon wieder wird er gefoult. Immer passiert das, immer wird hier Julian Draxler gefoult. Gelbe Karte, völlig zu Recht. Er war ein Bösewicht, da traf ihn vom Himmel das Strafgericht. Ganz genau. Ja, wieder gegen Draxler. So, das reicht jetzt auch so. Wer wird hier schießen? Das ist ja natürlich eine Cristiano Ronaldo-Position. Auch wenn die Menge da anfängt zu raunen. Ja, keine Ahnung, so gut war der Freistoß nicht. Leider. Ich kann es, glaube ich, besser. So, oh, Schmeichel. Ich wollte gerade sagen, Peter Schmeichel. Nein, das war ja der Sohn. So, sehr schön, Ronaldo. Schade. Hatte er erst überlegt, vielleicht Draxler wieder mit einzubeziehen. Und hätte man aber auch irgendwie als Freistoß werden können gegen Alonso. Draxler mit dem Einwurf. Sieht hier Robben. So, immer noch Robben. Der macht hier richtig Dampf wieder über rechts. Flanke! Der ist drin, aber es gibt Elfmeter. Warum auch immer es hier jetzt Elfmeter gibt. Hoffentlich klärt die Zeitlupe uns jetzt auf, die Wiederholung. Fellaini, der hat auch eine Frisur. So, hier kommt sie. Oh Gott, man Schmeichel mit der Abwehr. Und holzt dann Fellaini um. Okay. Gibt allerdings keine Karte, so wie es aussieht. Ausführen. Ich habe gerade überlegt, lasse ich Robben schießen oder Ronaldo. Nein, natürlich wird hier Ronaldo schießen. Ich überlege gerade, wie war das jetzt mit den Elfmetern? So, und dann so. Und dann verschieße ich.
alles klar. Ich schieße einfach zu selten Elfmeter. War nicht der erste, den ich in dieser Saison verschossen habe mit Ronaldo. So. Und Robin. Auf Rooney. Setzt sich hier gut durch, der Rooney. Ist ja auch ein breiter Kerl. Alonso, Fellaini. Ronaldo. Der muss. Ja, wieder Freistoß. Also, nee, nee, den will ich zelebrieren. Da wird nicht schnell ausgeführt. Natürlich Ronaldo. Und den wollen wir mal so versuchen. Ich glaube, der ist ein bisschen zu. Oha, da, der ging in die Mauer. Gibt also Eckball. Und den wird diesmal Robben ausführen. Lao. Oh. Fellaini und Eckball. Mann, da war ja gerade ein Gewusel. Ich wollte erst Tor rufen, dann wollte ich Robben. Fellaini und. Oha, da. Oh, da. Holzen sie sich fast gegenseitig um hier. So, diesmal Eckball Ronaldo. Den muss ich ein bisschen länger da hinten machen. Schade, war nicht lang genug. Da kommt er an, der Torwart. 28 Minuten rum. 0:0. Für ein Heimspiel. Naja. So, Robben. Oh, der Robben. Das ist echt. Oh, schade. Ja, den wollte ich eigentlich nochmal ausdribbeln da. So, Robben mit dem Einwurf. Der ist ja auch fleißig wieder, der Robben. Und jetzt der typische Robben mit links. Frage: Abstoß oder war da jemand dran? Oh, ein Strich. Ja, der Robben ist heiß auf sein erstes Tor. Das merkt man ihm an, auch heute wieder. Hat für Man U noch kein Tor erzielt. Das ganz große Ziel ist natürlich die Meisterschaft und in der nächsten Saison die Champions League. Dieses Jahr ja leider nicht in der Champions League vertreten. Oh. Wow, da ist aber hohes Risiko hier. Muss ich erst wieder in Rückstand gehen, bevor ich dann hier anfange, selbst die Tore zu machen. Oh, 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 was macht De Gea? Es war so klar, dass mir das irgendwann passiert. Immer diese Risikodinger. Ja, wieder ein G. Alter Falter, das ist ja. So, Rooney. David Newtons. Ja, was heißt das? Eigentlich heißt das, dass ich hier wieder nur noch mehr ackern muss. So, Alonso. Na, schade. Ist nicht der Dribbelkünstler höchstpersönlich. Das war, kann zwar Tore schießen. Na, schade. Ja, wenn auch er sich jetzt in den Angriff mit einschalten will, und hier, dann wird es in der Abwehr natürlich löchrig. Rojo gegen Vardy. Und Rojo Sieger. Einwurf für Leicester. Es gibt so viele Teams, die gegen mich geführt haben in dieser Saison. Es gibt noch viel mehr, die dann am Ende verloren haben. Mal gucken, ob ich es heute wieder schaffe. Ist ja erst die erste Halbzeit. So, solange die hier kein... Warum hat Fellaini eigentlich gelb? Solange die hier nicht das 2:0 erzielen, ist alles gut. So, Alonso. Raus auf Draxler. Und was macht der wieder? Der spielt hier wieder die Jungs schwindelig. Alonso, Ronaldo. Ja, eigentlich muss der rein. Das weiß ich selbst. Komm schon. Rooney, Fellaini. Rooney. Sehr schön auf Marta. Legt er sich zu weit vor und nochmal Einwurf. Reicht die Zeit noch bis zur Halbzeit, um hier vielleicht nochmal tatsächlich den Anschluss, den Ausgleich zu erzielen. Robben, 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 Robben. Oh
und Nachschuss Rooney. Verschossene Elfmeter, Großchancen vergeben und ein dummer Torwartfehler. So, Ronaldo und nochmal, nein, Fellaini mit dem Nachschuss und Julian Draxler. Da hat er wieder Glück, in Abstaubermanier zum 1-1. Schönes Tor. Alle warten so auf die Wiederholung. Schmeichel kann es nicht fassen. So, Fellaini mit dem Torschuss. Riesenparade, aber leider nicht gut genug pariert. Schön gehalten, aber dann vor die Füße von Draxler. Und der lässt sich im Moment nicht zweimal bitten. Schon wieder ein Tor von Draxler. Freut mich persönlich sehr. Halbzeit 1-1. Das war ja eine riesen erste Halbzeit hier. Und ja, die anderen Ergebnisse interessieren nicht. Zweite Halbzeit geht mal direkt hier los. Oh, Fellaini, Ronaldo und Rooney. So, jetzt muss doch... Ah, da hat er sich verletzt. Vardy bleibt da liegen. So, da wird es gewechselt und ich kriege den Ball so wieder. Das ist ja, naja. So, Ronaldo. Boah, Ronaldo. Immer noch Ronaldo, immer noch Ronaldo. Und diesmal mit der Flanke. Und Nachschuss von Mata. Gar nicht so schlecht. Und auch Alonso war da irgendwie mit involviert gerade. So, steht nur 1-1. Ich darf nicht zu sehr rumflaxen. Das ist natürlich... Vom Spielverlauf ist es natürlich wieder klar zu meinen Gunsten alles, aber... So, was pfeift er jetzt? Freistoß Leicester, die mit ganz, ganz viel Glück überhaupt noch im Spiel sind. Unglaublich. Wenn man sich diesen Spielverlauf, glaube ich, nochmal ansieht... Und wieder Ronaldo. Immer anspielparat. Bereit. So, Draxler. Auf Ronaldo. Und wieder auf Draxler. Draxler mit links. Schmeichel. Mann, der Draxler, der ist ja richtig in Topform hier. So, Eckball. Lassen wir hier jetzt mal den Rooney schießen. Ich glaube, der kann das ganz gut. Bisschen länger. Und diesmal kommt das Ding nicht gut. Und wieder Fellaini. Ich wollte gerade sagen, und eine Kopie vom 1-1, aber diesmal nicht. Komm schon. Weiterspielen, Fellaini. Oh, schade. Oha, jetzt fangen sie an hier zu kontern. Robbins damit. Einwurf, Leicester. Moment, haben sie mir, die haben mir gerade einfach zu viel Platz hier. So, jetzt, wenn ich den Ball kriege, oh, komm schon. Robben dazwischen, aber Alonso. Ah, schade, der Pass war am Ende nicht. Rooney, alleine, Rooney, abgefälscht. Aber total glücklich für Leicester, abgefälscht. Das hätte auch hier ganz anders gerade ausgehen können. Komm schon. Oh, 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 oh. Die Fans gerade recht. Oh. Ja, muss er pfeifen, zugegeben. So, Wechsel beim Gegner. Cambiasso, den gibt's noch. Ah, Mensch, De Gea, den kannst du doch holen. Und jetzt beim Abstoß natürlich aufpassen hier.
Xabi Alonso. Sucht den Draxler, findet den Draxler. Und der Draxler, oh, der lässt hier wieder alle aussteigen. Und dann harmlos und die Chance. Der Torwart hat hier echt Probleme mit Fernschüssen. Schade, da hat Ronaldo den Ball kriegen wollen. Und Alonso. Und Ronaldo. Läuft hier mal ganz mit nach hinten. Guckt euch das an. Echt vorbildlich. Und Mata. Immer noch Mata. Im Moment sind sie ganz nah dran an der Führung. Noch eine Viertelstunde. Es ist im Moment keine Lücke da. Oh, oh, oh. Und jetzt die Möglichkeit für Leicester. So, jetzt der Konter. Ah, schade. Oh, schön gespielt. Und Fellaini. So, und jetzt sind sie immer noch mit drei Mann hinten. Aller Ehren wert. So, und Ronaldo versucht's. Schnell ist er. Und jetzt muss er natürlich noch seinen Mitspieler finden. Noch 10 Spielminuten. Ein Unentschieden wirft mich in der Meisterschaft natürlich wieder zurück. Chelsea wird hier bestimmt Draxler. Draxler. Und Abstoß. Zu weit vorgelegt. Puh. Ja, der Elfmeter. Der war's am Ende. Eigentlich muss man die Dinger gar nicht platziert schießen. Aber okay. So, vielleicht komme ich ja nochmal zu einer Möglichkeit. Sind da noch ein paar Minuten. Komm, 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 komm schon. Wieder Alonso, sehr viel Ballkontakte heute. Robben bisher nicht so. Erste Halbzeit war gut, aber jetzt weniger. Und jetzt Robben! Komm schon! Wow! Puh. Ja, das sind so die Momente des Arjen Robbens, aber er trifft hier noch nicht bei Firmino. Der Knoten ist noch nicht geplatzt, wie zum Beispiel bei Juan Draxler. Noch sind ein paar Minuten zu spielen. Ich werde nichts mehr ändern an der Taktik, weil ich ja halt gut davor bin. Und nochmal Juan Mata. Wo ist denn jetzt hier der Draxler? Da kommt er. Und Draxler. Spielt er oder schießt er? Er spielt zu harmlos und da ist das Ding. Wer hat's gemacht? Wayne Rooney. 2:1 Führung quasi in letzter Minute. Hochverdient, wie ich finde. Und das bringt mich in der Meisterschaft natürlich wieder ganz nach vorne. Und dann, ich wollte hier schon wieder losstammeln. Nachdem Robben den Elfmeter verschossen hat, Ronaldo den Elfmeter verschossen hat, Robben die Riesenchance hatte. Mann, was macht denn dieser Schmeichel da? Also angenommen, da wäre nicht der Schmeichel im Tor gewesen, sondern ein echter Torwart, dann wär's, hätte ich hier wahrscheinlich 1-0 verloren. Ja, waren ja beides Torwartdinger irgendwie. Und Alonso, Fellaini und Ronaldo vielleicht nochmal. Der ist so schnell. Oh! Was war da los? Eigentlich hätte ich da einen Elfmeter haben wollen. Oh, schade, Robben versucht es auf Ronaldo. Ja, Robben ist echt ein Gewinn. Also mir fällt für die rechte Seite kein besserer Spieler ein als Arjen Robben. Schade, dass er hier und heute auch wieder kein Tor gemacht hat. Aber der Tag ist ja noch nicht vorbei. Ecke. So, Robben mit dem Eckball. Kommt gar nicht so schlecht. Rooney. Und? Nein, kein Und.
Das war's. Aus Ende. 2-1 Sieg. Und das tut mir gut. War ein aufregendes Spiel. Ich habe es eigentlich selbst gefährlich gemacht am Ende. Ja, Rooney, endlich mal wieder ein Tor. Tor Nummer 7 oder Nummer 8 in der laufenden Saison. Und ja. Bester Spieler Wayne Rooney. So, Arsenal gewinnt. Chelsea spielt unentschieden gegen Manchester City. Okay. Oh, es geht im FA Cup gegen Charlton Athletic oder wie auch immer die heißen weiter. So, monatliches Scouting-Update. Arjen Robben, morgen. Ich möchte nur sagen, dass ich glücklich darüber bin, einer der ersten Namen in der Startaufstellung zu sein. Ich spiele hier wirklich gern. Danke, Arjen Robben. Finde ich gut. So, was gibt's hier an gescouteten? Oha, was ist denn der hier für einer? Ben Bell. Den muss ich doch verpflichten. So, wen habe ich hier noch? Oh, Potenzial. Ich gucke immer erst aufs Potenzial, so, ne? So, was habe ich hier noch? Ist der hier? Matthew Brill. Ich muss ja auch an die Zukunft des Vereins denken. Aber was holen die anderen Vereine immer für Spieler? Es ist ja... Okay, den hier kann ich verstehen. Smallwood. Naja, egal. Einen habe ich wieder verpflichtet. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen hoch und schreibt mir in die Kommentare, wie... ja, ich bin fix und fertig. Das war's von mir für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.